NDR Info. Im Anfang war das Wort. Heute mit einem, der für den Frieden singt. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Der christliche Liedermacher Jonathan Böttcher kennt das Neue Testament fast auswendig. Aber diese Seligpreisung aus der Bergpredigt Jesu scheint ihm im Moment besonders wichtig. Weil er für mich sehr aktuell ist, dieser Vers. Unsere Welt ist dermaßen in Aufruhr, dass wenn wir versuchen wollen, unsere Welt zu erhalten, unsere Gesellschaften zu erhalten, dann ist es ganz wichtig, dass wir persönlich beginnen, Frieden zu schaffen. In den kleinstmöglichen Bereichen und nicht nur davon zu reden, sondern ihn wirklich zu schaffen und vor allen Dingen auch die Tendenzen enttarnen, wo Feindbilder aufgebaut werden und da aufzustehen und sagen, halt, das ist nicht meine Einstellung, ich möchte mit Menschen in Frieden leben, damit diese Welt erhalten bleibt. Sie beschäftigen sich ja jetzt musikalisch auch sehr mit dem Frieden. Ja. Wie? Ja, indem ich gemeinsam mit meinem Freund Helmut Krüger, der evangelischer Pastor ist, und meinem Produzenten, der auch evangelischer Pastor ist, wir versuchen, das Thema Frieden einmal theologisch zu beleuchten, aber auch gesellschaftspolitisch und versuchen, beide Ebenen miteinander zu verbinden, ohne dabei frömmlerisch zu sein. Wir spitzen es natürlich auch auf unsere gegenwärtige Situation zu. Also das Konzert Lass Frieden werden ab nächstem Jahr wird durchaus auch politische Segmente haben. Also nicht nur religiöse Aussagen, sondern eben auch politische Herausforderungen transportieren. Sie haben ja auch ein relativ neues Lied, Lass Frieden werden. Und da kommt die Zeile vor, und beginne bei mir. Ja, wie kann das konkret aussehen? Das heißt konkret, dass ich Gott im Gebet darum bitte, dass er mir Frieden schenkt und dass er mir Mut schenkt, im Frieden zu leben. Ich kann das nicht alleine. Also ich will ja jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich das alleine schaffe. Ich bin auf Gottes Hilfe jedweder Form angewiesen, egal wie das dann nun ist. Aber ich möchte das nicht alleine machen. Ich bitte Gott darum. Aber wird da nicht die ganze Aktivität auf Gott abgeschoben? Nein, eben nicht. Wissen Sie, wenn ich Kraft brauche, dann kann ich sie erbitten, aber ich bekomme sie und kann sie dann umsetzen. Wenn ich Frieden brauche, dann kann ich darum bitten, aber ich kann den Frieden umsetzen. Das bedeutet nicht, wenn ich bete oder wenn ich bei Gott um etwas bitte, dass ich dann untätig bin. Nicht passiv bleiben, auf keinen Fall. Das geht gar nicht. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ja. Sind wir nicht alle sowieso Gottes Kinder? Natürlich. Ich würde mal sagen, dass mit diesem Anspruch, selig sind die Friedlichen, sie werden Gottes Kinder heißen, bedeutet, man darf es sich nicht zu leicht machen mit der Aussage, ich bin ja sowieso Gottes Kind, was soll's, ich kann auch Unrecht tun und ich kann auch weiter lügen und so, ich bin ja sowieso Gottes Kind. Das heißt es nicht. Ich glaube, es hat schon einen moralischen Anspruch, die Nachfolge Jesu. Wenn man Jesus ernst nimmt, hat es eine moralisch-ethische Herausforderung. Und das, so billig ist es nicht. Aber die Gnade des Angenommenseins, das Gute, dass ich geliebt bin, dass ich Gnade erfahre, das gibt es natürlich gratis. Aber es darf nicht billig werden. Jemand, der von Liebe predigt oder von Frieden predigt, tut das Gegenteil, ist nicht mehr glaubwürdig.